Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schaffe. Ich bin gegen Kraftmann. Und wir kriegen ein Damengambit. Oder jetzt ein Burgo-Inder. Gucken wir mal. Er spielt mit G6. Ich spiele trotzdem mit A5. Weiß nicht, ich spiele immer mit A5. Okay, wie spielen wir das jetzt weiter? Ich denke, ich werde einfach rausnehmen und dann trotzdem hier D6, E5 spielen. Ist immer wichtig, ist gerade ein Kacklied dran, deswegen habe ich es weg. Ist immer wichtig, die Leute zu D5 ein bisschen zu zwingen. Kann ich wieder Springer B8 spielen. Okay, er spielt B3. Was machen wir da drauf? Naja, spielen wir einfach Springer A6 und dann sollte es gut sein. Ich habe ja sowieso dann gleich Springer C5. Okay. Ja, wenn ich jetzt Springer C5 spiele, weiß nicht, wegen B4. AB, Turm A1 und dann Springer A6 wieder. Na, ja, spielen wir es einfach. Wenn mein Springer da immer so ein bisschen aus dem Spiel raus ist, aber ich finde das eigentlich immer gut, dass er da steht. Also vielleicht spielt er jetzt Dame C3. Ja, Springer D7 und F5. Wenn er jetzt rausnimmt, ist ein bisschen unangenehm. Okay, nimmt nicht raus. Springer D3. Okay. Bleiben wir aggressiv und spielen G5. Einfach. Einfach aggressiv bleiben. Ich tausche erstmal meinen Läufer ab mit Läufer E2. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Springer C1. Ein Läufer zurückzuziehen wäre irgendwie ein bisschen in Zeitverschwendung gewesen. Deswegen Dame F6. Glaube, Turm A1, Turm E1 wäre ein bisschen, wär ich glaube ich, Zugwiederholung gewesen. Also ich hätte natürlich meine Dame wegziehen können. Aber Dame F2, Turm F1, Dame E2, Turm E1.
Turm E1-Spieler habe ich Springer E4. Auf Läufer F4 habe ich Turm F1. Ja. Tja, wo gehe ich jetzt hin? Das Lied ist voll oft und es regt mich einfach auf. Es regt mich einfach auf. Einmal trotzdem nochmal Sicherheitsüberlegen, damit ich hier nicht in irgendeine Falle tappe. Auf jeden Fall kann er C4 nicht decken. Das ist ja schon mal gut. Schon wieder zu langsam hier. Ich bin schon wieder zu langsam. C6? What? Oh, meine Zeit, Leute, meine Zeit. Ja, ist diesem oh, ah, geh weg. Boah, ich verliere das auf Zeit. Ich verliere das auf Zeit. Ich sehe es jetzt schon. Tausch mal den Turm ab. Oh Scheiße. Ach, den kann ich gar nicht nehmen. Ja, ich komme da auch nicht durch, das ist das Problem. Ich weiß nicht. Scheiße. Ah, Mann, ist das ärgerlich. Ah, ne, darf ich nicht spielen. Oh, ist das ärgerlich. Ah, war schon zu langsam. Zu langsam. Ich hatte so eine gute Stellung, obwohl ich eigentlich hier richtig Mist gebaut habe. Ich glaube nicht, dass meine Stellung hier die ganze Zeit gut war. Ich glaube, Springer C5 war nicht gut. Und F5 war auch nicht, weil das Problem ist, er kann ja einfach rausnehmen. Und ich kann nicht wieder nehmen wegen G4. Ja, und wenn er dann nimmt, dann muss ich irgendwie Läufer E8 oder sowas spielen. Das ist ziemlich gruselig.
Ja, es hat mich total verwirrt, hier dein C5, C6. Hätte ich natürlich König C7. Aber ich hatte keine Zeit mehr. Aber selbst wenn, ich glaube. Ja, gut, das ist unentschieden. Kann einfach den hier spielen. Einfach den hier spielen. Ja. Also nur, denen das zu zeigen, der ist noch nicht genau, wenn er hier bleibt, dann bleiben wir einfach auch hier. Dass er da nicht mehr rauskommt. Und sobald er rausgeht, gehen wir halt in die Ecke. Ich kann euch das mal zeigen. Weiter den Spiel gehen wir wieder hier in die Ecke. Ja, und wenn er halt hier bleibt, ist halt auch irgendwann Patt. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Eine Niederlage gegen Kraftmann. Sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Ich war wieder zu langsam. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein und ciao.